Sie sind doch hier so ein ganz stabiler. Warum benutzen Männer immer so ungern Kondome? Sprich, wenn Mutti mit dir redet. Ich meine, Kondome gibt es doch heutzutage in allen modischen Farben. Da sieht doch das Gezumpel für uns Frauen gleich viel attraktiver aus. Hat irgendjemand von Ihnen ein Kondom dabei, dass Sie es den Herren mal zeigen können? Das halte ich nicht aus. 2000 Leute drin und Kinder hat ein Kondom dabei? Kinder, macht keinen Scheiß. Vielleicht sollte man mehr Reklame für Kondome machen, am besten mit Prominenten. Dann hätten die wirklich mal eine Funktion in der Öffentlichkeit. Und, ja, können Sie sich das nicht vorstellen, Thomas Gottschall mit so einer Tüte in der Hand? Machen auch Sie aus Ihrem Bärchen einen Gummibär. Ja. Oder Franz Beckenbauer, nicht? Mit einem Handykondom. Und die Gebühr steckt auch schon drin. Und dann kommt Verona Feldbusch. Wo ist denn der Blub? Oder pass auf, noch besser, ein Milka-Kondom, so ganz in lila. Und jedes Mal, wenn man eins benutzt, steht so ein Rindvieh im Schlafzimmer. Und sagt, ist cool, man, wa? Also, eins kann ich Ihnen ja versprechen, bei so einer Werbekampagne für Kondome würde ich ja sofort mitmachen. Kostenlos. Mit einem Zentis-Kondom. Meris Plümli. Zergeht auf der Zunge. Ja, jetzt lacht er. Gleich ausprobieren heute Abend, okay? Versprochen ist versprochen? Okay. Ja, ihr Männer dürft doch den Gebrauch eines Kondoms nicht so eng sehen. Ja, dann macht es doch wieder Spaß, Liebe zu machen, oder? Und sein Leben zu verlängern. Bedenken Sie doch mal dran, so viele Jahre ist das noch gar nicht her. Da hat die Liebe die Menschen immer noch zusammengebracht. Heute kann sein für immer trennen. Ich sage Ihnen das aus folgendem Grund. Ich habe leider in den letzten Jahren zu oft auf eine Aids-Station gehen müssen und habe mich dort von alten Freundinnen und Kollegen verabschiedet. Auf diesen langen Fluren. Flure, auf denen man selten Besucher trifft. Und was ich komischerweise dort nie gesehen habe, das ist ein Vater und eine Mutter. Und ich bringe dieses Klopfen nicht mehr aus dem Kopf. Das Klopfen von Herzen, die sich nur noch nach einer Umarmung sehnen. Die weißen Wände sind ergraut, sind blass wie eine kranke Haut, ganz ohne Farben. Wie viele schauten irgendwann noch einmal diese Wände an, bevor sie starben. Ein längst zerknittertes Plakat gib dem Besucher einen Rat. Du musst dich schützen. Es tut mir jedes Mal so weh, wenn ich die leeren Worte seh. Wem soll das nützen? Es riecht nach sauberer Chemie, nach lang verwelkten Blumen, die nie wieder blühen. Und es ist still, ich hörte nie, dass einer dort um Hilfe schrie, um zu entfliehen. Es ist so kalt auf diesem Flur, man kann ihr selbst im Sommer nur ganz leise frieren. Im weißen Neonflimmerlicht, denn Fenster gibt es hier ja nicht.
Es gibt nur Türen und hinter jeder Türe liegt ein Mensch vom bösen Glück besiegt und kann nur warten. Ich werde die Augen nie mehr los, die ohne Blick und riesengroß zur Decke starren. Mein Platz ist draußen auf dem Flur, war immer ein Besucher nur. Wenn sie dort starben, die weißen Wände sind ergraut, sind blass wie eine kranke Haut. Ganz ohne Farbe.